Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Das ist ja jetzt schon die zweite Arbeitswoche nach meinem Urlaub gewesen und mittlerweile bin ich da ganz gut wieder reingekommen und angekommen und das ist natürlich immer wichtig, dass man sich dann auch wieder in der Arbeit wohl fühlt. Das Wetter war ganz schön, es gab viel zu tun im Garten, das ist ja wirklich was, was mich auch super entspannt, also wirklich irgendwas an Unkraut, an Rasen, an Einpflanzen, an Umpflanzen, was auch immer und dazu ein bisschen Hörbuch oder Musik oder auch einfach mal nur das Vogelgezwitscher, das ist wirklich was, was ich sehr, sehr genieße und ich hoffe, ja, heute soll es mal ein bisschen regnen, aber ich hoffe, dass dann der Sommer auch bald wiederkommt. Gibt noch ein paar Pläne für den August, wo wir so ein bisschen schönes Wetter brauchen, aber ja, mal sehen, was sich da so findet. Als erstes möchte ich für heute die Ankündigung machen, dass es heute Abend die Spendengala 2.0 beim lieben Basti gibt. Auch ich bin diesmal Teil der Spendengala und es startet um 20.15 Uhr. Es gibt wieder Bücher, im Grunde zu einer Auktion zu erhalten. Also ihr könnt wieder auf Bücher bieten. Und wir werden natürlich jetzt dann die Bücher so ein bisschen vorstellen und ein bisschen quatschen und es geht zugunsten der Flutkatastrophe und ich hoffe, dass wir da einen guten Beitrag dazu leisten können und ganz viel Geld zusammenkommt und ich freue mich auf den Abend. Natürlich irgendwie blöd, dass man sich jetzt darauf freut, weil natürlich der Anlass kein schöner ist, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Und wer da Lust hat und heute Abend Zeit hat, der schaut da gerne einfach mal mit vorbei. Ich packe den Kanal von Basti auch unten in die Infobox, solltet ihr ihn noch nicht kennen, schaut gerne bei ihm vorbei. Zudem auch so eine kleine Ankündigung, entweder am Mittwoch oder Donnerstag, das seht ihr dann auf jeden Fall auf Instagram, wird es ein Live-Unpacking geben. Also ihr seht auf Instagram, ob es Mittwoch oder Donnerstag wird und es wird hier auf meinem Kanal so rum ein Live-Hangout geben und zwar haben die liebe Anka und ich bei Candle Warmers Deutschland bestellt. Es gab da eine Geburtstagsaktion, die gilt glaube ich auch noch heute, also am 31. Ja. Da gab es oder gibt es 25% auf alles, soweit ich das gesehen habe. Und wir haben uns da ein paar Düfte gegönnt. Und zudem würden wir auch gerne ein bisschen was zu unseren Duftlampen erzählen, zu den elektrischen. Und da dachten wir, machen wir einfach einen gemeinsamen Abend draus. Und ich bin ja sowieso ein Freund von Hangouts und habe gedacht, komm, das nutzen wir. Wir drehen nicht jeder separat ein Video, sondern jeder zeigt sozusagen ein bisschen, was er geshoppt hat. Vielleicht kennt den Duft der andere von uns beiden oder auch jemand im Chat schon. Seid da also gerne mit vorbei. Schaut gerne auf Instagram. Findet ihr unten auch in der Infobox. Da werden wir auf jeden Fall den Tag dann noch benennen. Lasst euch da ansonsten einfach überraschen, wenn es abends bei euch irgendwie aufblinkt, sozusagen. Buchtechnisch war die Woche so ein bisschen zweigeteilt. Der Beginn mit den ersten zwei Büchern war leider nicht sehr gelungen. Die habe ich abgebrochen. Doch dann kamen noch 2,5 Bücher, die mich mehr begeistert haben und also das halbe Buch ist das Buch, was ich aus der letzten Woche mitgenommen habe. Und so ist es eine recht gemischte Woche geworden und aber zum Glück eher dann mit etwas Positivem geändert als andersrum. Ich werde jetzt die Bücher wieder vorstellen und in der Infobox dann auch die Timestamps setzen, also die Zeitstempel, wann die richtigen Rezensionen sozusagen losgehen. Ihr findet Infos zu den Büchern, ob es Rezensionsexemplare sind oder ähnlichem. Ist überhaupt eins dabei? Ja, ich glaube eins. Findet ihr immer alles unten in der Infobox. Begonnen hat die Woche mit, Das geheime Glück von Julie Cohen habe ich Anfang des Jahres ertauscht und war recht neugierig drauf. Weiter ging es dann mit einem Hörbuch und zwar Why We Matter von Emilia Roig. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ein Hörbuch, das mich wegen den Thematiken sehr angesprochen hat. Weiter gehört habe ich dann in der Woche Grünblatt und Silberbart von Tom Flambart, ein Hörbuch, was ich nur wegen des Sprechers mir zugelegt habe. Dann wurde von Daniel D'Acuna Anekdoten eines Beifahrers gelesen. Ja, wie ihr seht, mir war ein bisschen Fernweh stillen. Und das halbe Buch der Woche ist dann Ein Fluch, so ewig und kalt von Brigitte Kämmerer. Das ist eben das Buch, was ich in diese Woche mitgebracht habe, was ich ja zusammen mit Becky gelesen habe. Die Woche begann mit Das geheime Glück von Julie Cohen. Ich habe das
zweite Buch sozusagen der Autorin. Nein, das ist das zweite Buch der Autorin, aber das war, glaube ich, ihr erstes Buch, aber das zweite, was ich gelesen habe. Ich habe im letzten Jahr Die andere Welt von ihr gelesen, war für mich ein absolutes Jahreshighlight, steht hier auch irgendwo hier unten, das Pinke könntet ihr sehen, im Regal. Und ja, ich war sehr happy, dass ich das ertauscht habe und dass die liebe Christine das bei Pick My Soup auch ausgewählt hat. Das ist jetzt das vierte Buch, glaube ich, ja, zwei sind noch ungelesen, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, das war wirklich cool, mit diesem Pick My Soup einfach mal seinen Sub so von der anderen Seite zu sehen. Und ja, die Kingsianer haben ja drei Bücher rausgepickt, also ich bin da die nächsten Wochen auf jeden Fall gut beschäftigt. Ja, in der Geschichte begegnen wir zu Beginn Robbie. Den lernen wir kennen, als er morgens aufsteht, also sich so Gedanken zum Leben macht und auch zu seiner Frau Emily. Er schreibt dann einen Abschiedsbrief und wir erfahren, dass es irgendwie ein Geheimnis zwischen den beiden gibt und dass sie eben ja um die 50 Jahre zusammen sind oder sogar verheiratet waren. Der Start des Buches ist im Grunde das Ende der Geschichte. Also die Geschichte wird rückwärts erzählt von dem Jetzt-Moment, eben was in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist. Wir erleben eben das Leben der beiden, wir erleben nach und nach mit den Kindern, welche Streitigkeiten, Diskussionen, Geheimnis, das Kennenlernen und Ähnlichem. Und wir erfahren dann eben auch, ja, was dazu geführt hat, dass Robbie jetzt eben diesen Abschiedsbrief schreibt und wie es irgendwie um die Familie steht. Also wir haben den Ist-Zustand und erfahren im Grunde den Weg dahin. Ja, und die Geschichte reicht circa 50 Jahre zurück. Die Idee des Rückwärtserzählens fand ich toll. Ich fand das super spannend zu Beginn. Ich fand es sehr gelungen. Ich fand es auch wirklich großartig von der Autorin, nicht den Faden zu verlieren. Also es gibt ja schon Autoren, die, wenn sie 50 Jahre schreiben, vorwärts irgendwie einen Struggle reinbekommen. Da fällt mir gerade kein deutsches Wort ein. Ja, aber das jetzt rückwärts zu machen, fand ich wirklich toll. Allerdings muss ich echt sagen, dass ich ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr weiter in die Vergangenheit wollte, weil man ja schon irgendwie wusste, wo das hinführt. Und ja, jetzt könnte man sagen, das Geheimnis wird dann wohl eher am Ende aufgelöst. Aber es hat mich irgendwann nicht mehr interessiert. Ich fand es sehr banal, ich fand es sehr langweilig, ich fand die Charaktere ganz okay, aber auch nicht tiefgründig, auch nicht sympathisch, auch keine Charaktere, wo man irgendwie ja, mitgeht, egal ob es mit Robbie war oder mit Emily. Auch das große Geheimnis, es hat mich irgendwann nicht mehr interessiert. Und ja, ich habe so knapp ein Drittel gelesen und dachte mir dann, ja, passiert jetzt auch mal was? Muss ich wirklich bis zum Ende warten? Was könnte das Geheimnis wirklich sein? Und ich habe bis jetzt noch nicht nachgeguckt. Ich habe überlegt, ob ich dann einfach mal zum Ende sprinte, aber ja, also es hat mich nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. So spannend ich das zu Beginn fand mit dem Rückwärtserzählen, so schwierig finde ich es eben, weil man ja die Ausgangssituation eben schon kennt und oder weiß, was dann das Ende dieser Erfahrungen sein wird. Und irgendwie fand ich das langweilig. Also super, super schade, weil mir eben Die andere Welt so, so gut gefallen hat. Das kann ich auf jeden Fall viel mehr empfehlen. Ja, für mich ist das ein Buch, was wieder auszieht, aber es ist runter vom Sub und ich habe es versucht, ihm wirklich 2-3 Chancen gegeben, aber wenn man irgendwann gar keine Lust mehr hat, dazu zu greifen, dann ist das bei mir recht schnell. Also ja, wenn der Bauch irgendwie sagt, nee, dann brauche ich den auch nicht groß überreden, dann wird das nichts mehr. Also sehr schade, das Geheimglück von Julie Cohen. Leider nichts für mich, leider kein Highlight wie das Buch von der Autorin im letzten Jahr. Mal sehen, was es vielleicht von ihr noch gibt. Ich würde jetzt nicht per se sagen, dass ich gar nichts mehr von ihr lesen werde. Aber ja, ich weiß jetzt aber auch gar nicht, ob es irgendwas Neues, Aktuelleres irgendwie gibt. Aber ja, ich weiß gar nicht, wer da heute so mäht. Ich hoffe, dass ihr das nicht so extrem hört. Dann das erste Hörbuch ja, der Woche war Why We Matter von Emilia Roig. Das Buch hat mich angesprochen, weil es eben viele unserer aktuellen Themen einfach bespricht. Von Rassismus über Sexismus, was immer spannende Themen bleiben. Und ich eben auch die Hintergrundgeschichte der Autorin super spannend fand. Ich habe mir da auch ein paar Notizen gemacht, denn die Autorin ist Gründerin und Direktorin des Center of Intersectional Justice in Berlin. Sie promovierte an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Science Po Lyon. Und sie lehrte in Deutschland, Frankreich und den USA Intersektionalität, Critical Race Theory und postkoloniale Studien sowie Völkerrecht und Europarecht.
Sie hält zudem europaweit auch Vorträge zu den Themen Intersektionalität, Feminismus, Rassismus, Diskriminierung, Vielfalt und Inklusion. Und zudem ist die Autorin zahlreicher Publikationen auf Deutsch, Englisch und Französisch. Ich fand den Hintergrund der Autorin super, super spannend und dachte mir, ja, es ist ein wichtiges Thema und ich möchte da definitiv tiefer eintauchen und ich möchte da auch einfach neues Wissen aufbauen, Dinge selbst hinterfragen, die man selbst vielleicht jahrelang geglaubt hat, mitgemacht hat und was auch immer. Ich sage es aber jetzt zu Beginn und ich werde gar nicht viel zu dem Buch selbst sagen. Die Autorin spricht dieses Hörbuch selbst. Leider. Und ich habe nach circa, ja, ich glaube nicht ganz 20%, was so in etwa 80, 100 Seiten sein werden, ich habe es abgebrochen. Es lag nicht unbedingt am Buch. Ich möchte das tatsächlich vorneweg sagen, weil ich glaube, hätte ich das Buch gelesen, hätte ich mehr gelesen, weiter gelesen und hätte es wahrscheinlich sehr spannend gefunden. Ich hatte wirklich Probleme, ihr zuzuhören. Also ich hatte Probleme mit den, mit der Aussprache, mit der Betonung, wie sie Dinge vorbringt. Sie hat an vielen Stellen sehr kämpferisch und aggressiv gewirkt. Und ja, ich möchte gar nicht sagen, dass man das bei diesen Themen nicht sein darf oder sein sollte. Aber das kommt bei mir ganz merkwürdig an. Also ich fand das als Hörer, ich habe mich ständig angegriffen gefühlt, weil sie mich eben über diese Tonlage so verbal angegriffen hat. Und ich weiß, dass das alles nur, also dass das natürlich nur diese Ebene ist. Hätte ich es selbst gelesen, wäre es anders gewesen. Man merkt leider sehr, dass sie nicht irgendwie neutral an ihr Buch herangegangen ist, um es zu sprechen, dass sie sehr emotional geworden ist, was ja auch irgendwo richtig ist. Man muss diese Themen emotional angreifen. Aber ich fand es unglaublich schwierig zuzuhören. Ich verstehe ihre Wut, ich verstehe die Emotionen, ich verstehe, dass man das bei dieser Ungerechtigkeit ist. Aber ich persönlich finde immer, dass Gewalt und Wut kein guter Berater ist. Und dass ich eben auf diese Ungerechtigkeiten auch nicht mit Gewalt oder dass ich da reagieren darf, kann und sollte. Es wäre, glaube ich, wirklich beim Lesen einfacher gewesen. Aber ja, ich habe das Hörbuch abgebrochen, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Es lag für mich wirklich mehr an der Sprecherin als am Buch selbst. Und es tut mir auch echt unglaublich leid. Ich weiß auch nicht, ob ich es mit dem E-Book vielleicht nochmal probieren werde. Aber ja, hört da vielleicht tatsächlich, wenn ihr hier überlegt, das Hörbuch zu hören, vielleicht erst die Hörprobe an. Ja, das würde vielleicht helfen, um den Stil von ihr, wie sie spricht, ein bisschen kennenzulernen. Das nächste Hörbuch war dann eher High Fantasy und zwar Grünblatt und Silberbart von Tom Flambart. Ein Buch, das ich Anfang des Jahres zusammen mit einem anderen Buch in einem 2:1 Angebot bei Audible ergattert habe. Es war jetzt auch von der Hörzeit, ich glaube mit knappen 6 Stunden, wirklich relativ kurz. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Robert Frank, das ist der Sprecher der Nevernight-Reihe, das gesprochen hat. Und ich dachte, Mensch, wenn der Fantasy spricht, der kann das einfach, hol es dir. Und mittlerweile gehört er ja auch tatsächlich so ein bisschen zu den Highlight-Sprechern. Also Nevernight hat er wirklich großartig vertont. Und hinter dem Autor Tom Flambart steckt wohl ein bekannter deutscher Krimi-Thriller-Autor, der mit diesem Pseudonym seine Liebe zur Fantasy sozusagen ausleben kann. Finde ich mega, mega spannend. Leider konnte ich anhand des Stils nicht irgendwie einen bekannten Autoren entdecken, aber ich lese jetzt ja gefühlt kaum Krimi-Autoren und nur wenige deutsche Thriller-Autoren. Ich glaube, würde Fitzek dahinter stecken, wüssten wir das, weil dann hätte er das unter seinem Namen gemacht. Aber ja, das ist Tom Flambart. Ich habe hier schon die 3 Geschichten innerhalb des Hörbuchs gehabt. Es gibt wohl auch die E-Books dazu. Es gibt die Bücher auch einzeln zum Hören. Und ab September ist es auch möglich, das Buch in echter haptischer Form zu bekommen über den Lindwurm Verlag. Und somit ist dann jeder, der vielleicht in diese tolle Fantasy-Geschichte eintauchen möchte, hat jetzt dann ein Potpourri von Möglichkeiten, was er sich hier im Grunde anschaffen möchte. Das Hörbuch von mir umfasste nun also die Teile 1 bis 3, Geschichte, die in der Hafenstadt Bray Flamar angesiedelt sind. Es ist eine Fantasy-Serie, es gibt die erste Geschichte wie Hund und Katz, die zweite ist die Rache der See und die dritte ist der Tod hat Zeit.
Direkt ein relativ großer Kritikpunkt ist, dass man im Hörbuch nicht merkt, wann eine Geschichte zu Ende geht und die nächste beginnt. Das heißt, die Episoden sind nicht mit Überschriften gekennzeichnet. Man hat den Eindruck, die Geschichte geht fortlaufend weiter, merkt aber dann irgendwann, nee, irgendwie, wo bin ich und wann und warum? Und das fand ich super verwirrend. Das ist wirklich ein großer, großer Kritikpunkt. Man müsste theoretisch immer reinhören in die drei einzelnen Hörbüchern. Vielleicht mit viel Glück erfährt man, wann die beginnen. Oder man müsste bei den E-Books wissen, mit welchem Satz beginnen die. Aber so vom Hören, das fand ich super schade. Das hätte ich mir gewünscht, dass man anders macht. Weil sonst wäre die Geschichte tatsächlich hörbuchtechnisch ein kleines Highlight geworden. Wir haben hier ein kleines, ein Ermittlungsduo, das aus dem humorresistenten Zwerg Colin Silberbart besteht und dem eher faulen Elb Flynn Grünblatt. So ergibt sich eben auch der Name der Reihe. Gemeinsam spüren sie vermisste Personen auf oder ja, befreien unglückliche Abenteurer, die irgendwie in Misere gekommen sind. Sie nehmen eigentlich so gefühlt jeden Auftrag an, außer es geht um Drachen und um dunkle Verliese. Also wir haben hier wirklich eine Fantasy-Story, so ein bisschen, ich würde sagen, vielleicht angelehnt an Sherlock Holmes und Dr. Watson. Wir haben hier ein Ermittlerduo, das sich unter ganz merkwürdigen Anfangsbedingungen kennenlernt, zusammenfindet und dann eben gemeinsam ermittelt. Jeder ist sehr eigen, Zwerg und Elb. Und nein, man darf sich hier nicht Zwerge und Elben, so ein bisschen Zwerge vielleicht schon, aber keine Elben vorstellen, wie sie zum Beispiel beim Herrn der Ringe sind. Wir haben hier definitiv andere Elben. Aber es ist natürlich schon angelehnt an eine Fantasy-Welt. Es gibt, wie gesagt, eben auch Drachen und allerhand andere Kreaturen, die man aus der Fantasy kennt. Es war unfassbar kurzweilig. Also ich habe die 6 Stunden, wahrscheinlich so in 4,5 gehört. Ich habe das sehr, sehr genossen. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich hatte Spaß beim Hören. Ich finde, dass Robert Frank wieder großartig vertont hat, dass er jeden der beiden und jeder Situation auch eine Stimme gegeben hat, Atmosphäre geschaffen hat. Es wird nicht lange drumherum geredet, sondern der Autor kommt unfassbar schnell zum Punkt, was man ja bei Fantasy nicht immer hat, denn Fantasy lebt ja davon, in der Regel zumindest episch zu sein, große Geschichten zu erzählen. Hier haben wir wirklich 3 wunderbare Novellen, die zusammenpassen, die eben diese 3 Charaktere auch beleuchten. Und die hängen natürlich indirekt zusammen. Wahrscheinlich kann man sie auch frei hintereinander hören, wie man möchte. Ich fand tatsächlich einfach schade, dass es keine Abgrenzung im Hörbuch gab. Das ist wirklich der Kritikpunkt, wo ich einfach sage, ich habe wahrscheinlich manchmal eine Geschichte gar nicht gemerkt, dass sie schon anfing und habe mich so gewundert, bis ich dann gecheckt habe, also gerade zwischen der ersten und der zweiten, wo ich das ja noch gar nicht so gewusst habe, dass es nicht fortlaufend weitergeht. Ich dachte, es sind einfach 3 Teile, die eben hintereinander funktionieren. Aber man bekommt dann natürlich schon mit, dass ein neuer Fall oder ähnlichem anfängt. Ich fand das einfach so ein bisschen verwirrend. Ich mag es, wenn Fantasy auch mal etwas dichter erzählt wird. Ich mag es aber natürlich auch, wenn es episch und groß ist. Ich fand es hier tatsächlich Fantasy für Einsteiger, beziehungsweise auch einfach mal zwischendurch, weil man sich keine große Welt vorstellen muss, man alles wirklich relativ gut erklärt bekommt, schnell drin ist, schnell dabei ist und dann diese Welt eben entdecken kann, ohne irgendein großes Vorgeplänkel und man hier wirklich 2 Charaktere hat, die ich toll fand, die mir Spaß gemacht haben, die sich gut unterhalten haben, aber auch mich als Leser und ich fand das wirklich toll. Also wenn man Fantasy sucht und vielleicht Einsteiger ist und jetzt tatsächlich sagt, oh, jetzt kommt bald das echte Buch oder das E-Book, dann greift da einfach mal zu, schaut es euch an und genießt dann einfach das Hören oder das Lesen. Während ich der Reihe immer mal lauschte und in der Fantasy unterwegs war, ging ich auch auf Weltreise und zwar Anekdoten eines Beifahrers von Daniel D'Acunha. Hat mir eine super liebe Freundin empfohlen, die das Buch, ich glaube, schon mehrfach gelesen hat, immer wieder neue Anekdoten für sich entdeckt und ich fand auch den Autor super sympathisch über sein Instagram-Profil und ich mag ja Bücher, wo man eben Leute verfolgt oder die einen mitnehmen, wenn sie an neue Orte reisen, Erfahrungen teilen und eben auch so Begegnungen wertschätzen, die sie eben mit anderen haben. Ja, Daniel D'Acunha macht sich auf den Weg und reist per Anhalter durch insgesamt 42 Länder.
hinlegt 53.000 Kilometer zurück, hat 432 Mitfahrgelegenheiten und 135 Einladungen zum Übernachten. Theoretisch hat er auch ein Zelt dabei, da gibt es dann auch eine spezielle Zeltregelung, aber er verwendet natürlich Couchsurfing, ist da auch viel aktiv und hält eben gerne den Daumen raus, um eben von A nach B zu kommen. Das Buch ist aufgeteilt bzw. aufgebaut wie ein Vortrag, denn soweit ich es jetzt verstanden habe, war dieser Vortrag lief schon, als dann eben auch Corona kam und dann die Idee eben zu diesem Buch entstanden ist. So erzählt uns eben Daniel von seinen Reisen mit Erfahrungen, nimmt uns mit zu tollen Orten und gleichzeitig nimmt er uns aber jetzt im Grunde ins Jetzt mit und erzählt eben jetzt von seinem Vortrag, also wie welche Anekdoten er vom Jetzt erzählt oder noch ausholt. Und wir sind dann eben in Sulzbach, dort ist eben jetzt der Vortrag und nimmt uns da in das Jetzt auch mit. Auch hinten drin sozusagen haben wir einen wirklich tollen Fototeil. Ich glaube, man kann es gut sehen. Also der dunklere Teil sind dann wirklich Fotos, die dann eben auch zu den einzelnen Geschichten ganz gut passen. Wir haben hier wirklich viele Erfahrungen, die Daniel mit uns teilt in Bezug auf das Sein vom Trampen, vom als Beifahrer unterwegs sein. Auf welche Menschen trifft man? Wie geht man auf diese zu? Wie geht man vielleicht auch mit brenzligen Situationen zu? Zudem ist er ja auch Couchsurfer, auch da erleben wir, wo übernachtet er, wem trifft er da, wie führen ihn Wege dann am Ende auch mal woanders irgendwo. Und er ist nicht immer allein unterwegs, er hat auch immer mal Begleitung, beziehungsweise macht dazwischen auch mal Stopps in Deutschland aus den verschiedensten Gründen. Und ja, das erzählt er uns. Es ist ein toller Reisebericht. Man merkt Daniel Dacuna an, dass er wirklich Lust hatte auf diese Erfahrung, dass er gerne gereist ist, dass er gerne neue Leute kennenlernt und auch Orte entdeckt, mit wirklich vielen Gedanken und auch Gefühlen, die er während der Reise hatte und eben auch Erfahrungen, die rund ums Leben, ums Reisen und eben auch der Menschen. Besonders spannend fand ich immer die Begegnungen mit den Menschen vor Ort. Das ist was, was ich auch immer sehr zu schätzen weiß, wenn man eben Einheimische trifft, sich dort über die Kultur austauscht und Ähnlichem und nicht nur in dem touristischen Eck bleibt, in dem man vielleicht tatsächlich auch einfach Urlaub macht. Und ich glaube, dass Trampen und auch Couchsurfen hier wirklich eine tolle Idee ist und eine Möglichkeit eben ist, das kennenzulernen. Es wäre jetzt nicht meine bevorzugte Reiseart, das muss ich ganz klar sagen. Ich würde es vielleicht nicht nur tatsächlich aufs Geschlecht zurückführen, weil ich glaube, als Frau vielleicht Trampen, weiß ich nicht, aber fände ich persönlich, da bin ich vielleicht so ein kleiner Angsthase, meins wäre es nicht, aber es hat wirklich viel Spaß gemacht, Daniel Dacuna da im Grunde zu verfolgen. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass sehr viel unstrukturiert war. Also wir haben verschiedene Reiseabschnitte, man hat so das Gefühl, man ist jetzt in Land A und B, dann gibt es einen kurzen Ausflug vielleicht zu diesem Vortrag in Sulzbach, dann sind wir bei Land E und F und irgendwann merken wir, oh, jetzt gehen wir wieder zurück und eigentlich schließt die Reise nicht aneinander an und auch zwischendrin springt er auch vom Datum mal irgendwann von 2018 in 2017, dann sind wir 2019. Mich hat das tatsächlich ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob ich es immer unbedingt strukturiert haben möchte, aber mein Problem war tatsächlich, dass natürlich der Daniel, der Autor, 2019 ein anderer Mensch mit anderen Gefühlen und einer anderen Ausdrucksweise vielleicht sogar war als 2017. Und das fand ich unglaublich schwierig zusammenzubringen, weil ich mir manchmal dachte, wo kommt denn jetzt dieses Gefühl her, diese Erfahrung her? Da waren wir doch noch gar nicht oder da waren wir schon. Also ich war da leider immer mal ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht wirklich an dieser Vortragsform lag, dass er thematisch das zusammenbringen wollte. Allerdings habe ich da auch nicht einen gemeinsamen roten Faden erkennen können. Ich weiß gar nicht, ob er das vielleicht vorne irgendwo in der Inhaltsangabe gemacht hat. Ich war tatsächlich leider manchmal ein bisschen verwirrt, was nicht schlimm ist, weil natürlich es sind seine Erfahrungen, es sind seine Gedanken und es sind seine Begegnungen. Aber ja, ich hätte es mir ein bisschen geordneter gewünscht. Zudem, und das ist wahrscheinlich einfach etwas, was ich dich in einem Reisebuch erwartet hätte, wären so ein bisschen diese Liebesgeschichten, die am Rande waren. Also egal, ob er vor Ort jemanden kennenlernt, ob er irgendwie Beziehungen zu Deutschland hat. Und ja, natürlich macht ihn das aus. Natürlich haben diese Erfahrungen etwas mit ihm gemacht.
Das möchte ich ihm gar nicht abstreiten, aber mich haben die einfach nicht interessiert. Ich möchte reisen, ich möchte Länder entdecken, ich möchte Städte sehen, ich möchte Menschen begegnen und mich interessieren die Liebesgeschichten irgendwie nicht. Also das muss ich echt sagen, auch wenn es natürlich zu ihm dazu gehört und auch seine Reiseroute durchaus beeinflusst hat. Das hätte mir aber irgendwie in den Nebensatz gereicht. Für mich hätte es irgendwie nicht so viel drumherum um diese Liebesgeschichten gebraucht oder auch die gescheiterten oder die Flirtereien oder die One-Night-Stands. Das hat für mich irgendwie nicht viel Mehrwert gemacht. Aber dennoch, und das klingt jetzt so nach unglaublich viel Gemecker, das ist es eigentlich überhaupt nicht, weil mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Ich fand es sehr menschlich, wie er das erzählt hat. Ich fand es toll, wie offen er war, wie er selbst viele Dinge auch einfach erlebt hat. Also es gibt da auch eine Erfahrung. Ich glaube, das war in Namibia, auf jeden Fall mit einem afrikanischen Naturstamm, wo er auf die Jagd geht, wo er wirklich beobachtet, wie wird ein Tier gejagt und dann im Grunde auch vor seinen Augen geschlachtet, bevor man dann alles von diesem Tier verwertet und welche Gedanken er dazu hatte. Und das fand ich super spannend, wie offen er auch im Geiste einfach war und was er aus dieser Reise eben mitgenommen hat. Und das mochte ich an vielen, vielen Situationen hier drin, dass man merkt, dass manchmal das Handeln von anderen ihn eben auch zum Umdenken gebracht hat und überhaupt zum Nachdenken, dass er eben merkte, oh, vielleicht habe ich mich da und da tatsächlich auch nicht immer gut verhalten oder anders oder damit könnte ich vielleicht heute würde ich anders reagieren. Und das fand ich richtig, richtig toll, weil man eben einfach diese Entwicklung dann in ihm gemerkt hat und diese Offenheit, die er einfach hat und die man, glaube ich, auch einfach braucht, wenn man trampen möchte und wie er auch in richtigen Momenten gewusst hat, dass er nicht diskutieren sollte, dass er vielleicht einfach auch so eine kleine Notlüge macht. Das hat er da drin auch wunderbar erzählt. Und ich glaube, dass das auch einfach zum Leben dazugehört. Man kann nicht immer allen die Wahrheit ins Gesicht sagen. Ein wunderbares Buch, ein toller Reisebericht. Ein bisschen mehr Struktur hätte mir gut gefallen, aber sonst kann ich das Buch wirklich jedem empfehlen. Es gibt es im Selbstverlag. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich ein Selbstverlag war, selbst herausgebracht hat. Nee, es ist tatsächlich eigentlich im L100 Verlag erschienen. Man kann es aber direkt bei ihm bestellen, bei Daniel Dacuna. Man bekommt dann in der Regel auch ein paar Gimmicks mit, wie zum Beispiel ein Lesezeichen. Und man kann sich auch eine Widmung geben lassen, wenn man möchte. Ich verlinke auch also den Shop von ihm unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr da einfach mal ein bisschen auf Reisen gehen wollt und auf der Welt unterwegs sein wollt. Ja. Dann zum letzten halben Buch der Woche sozusagen, und zwar Ein Fluch, so ewig und kalt von Brigitte Kämmerer, habe ich ja aus der letzten Woche mitgenommen, ist der Auftakt der Amber Fall-Reihe und wir haben den Auftakt sozusagen jetzt auch beendet, habe ich ja zusammen mit der lieben Becky gelesen, wir haben auch im Hangout schon darüber ein bisschen gesprochen. Das Buch ist eine freie Interpretation von Die Schöne und das Biest und das war eben auch der Grund, weswegen mich die Geschichte so angesprochen hat. Band 2 ist bereits erschienen und Band 3 kommt, glaube ich, jetzt Mitte August raus. Also man könnte das jetzt auch alles gut mit ein bisschen Abstand sozusagen hintereinander weglesen, wenn man das möchte. Wir treffen in der Geschichte Harper, die gerade Schmiere für ihren Bruder steht, denn seit dem Weggang des Vaters muss er so ein bisschen die Schulden begleichen, hat da also so ein paar zwielichtige Geschäfte am Laufen. Sie haben eine kranke Mutter, deren Zeit so langsam vielleicht auch abläuft und sie wissen auch, wir müssen jetzt handeln, wir müssen das jetzt irgendwie noch rumbringen und Harper versucht hier ihren Bruder zu unterstützen, doch sie beobachtet, während sie Schmiere steht, einen Mann, der recht merkwürdig gekleidet ist, als er eine Frau, die scheinbar ohnmächtig ist, irgendwie wegschleppen möchte, entführen möchte. Da mischt sie sich ein, stellt sich dazwischen und prompt landet sie mit dem merkwürdig gekleideten Mann irgendwie in einem Schloss, scheinbar irgendwie in einem anderen Land, ist erstmal irritiert, bis sie merkt, ich bin hier in einem Schloss, ich bin ganz allein und dann trifft sie eben den merkwürdig gekleideten Mann, der sich als Kommandant Grey vorstellt und er dient dem Prinzen bzw. dem König von Amber Fall, nämlich dem König Rehn. Und den lernen sie natürlich auch kennen. Gleichzeitig erfahren wir von Rehn, dass sein Schloss mittlerweile leer ist, dass die königliche Familie verstorben ist, dass ein Ungeheuer daran Schuld hat, dass auch alle Bediensteten wechseln, dass es immer Herbst in seinem Königreich, in seinem Teil sozusagen des Schlosses ist und dass er eben verflucht wurde und er eben alle Quartale oder alle 3 Monate zu einem Ungeheuer wird und eben nur noch Grey bei sich hat, der eben die Möglichkeit hat, zwischen diesen Welten hin und her zu switchen und ihm eben immer Frauen bringen kann. Das klingt total strange.
ja, die sich hoffentlich in ihn verlieben und das aufrichtig tun und so der Fluch gebrochen ist. Und das ist im Grunde so die Gemeinsamkeit, die man zu Die Schöne und das Biest hat. Während ja in der Disney-Story das Biest nicht proaktiv gesucht hat und eben immer Biest war, während eben Ren durchaus der Prinz sein kann und sich immer nur nach Ablauf dieser Frist verwandelt. Wir sind nun bei beiden dabei, wie sie sich kennenlernen, wie es Probleme gibt, die es zu lösen gilt, wie sie ihr Erscheinen auch irgendwie rechtfertigen und erleben jetzt in diesem Auftakt die Geschichte der beiden. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass relativ schnell klar war, dass die Geschichte scheinbar rund um Ren und Harper schon im Band 1 geklärt ist und das war mir tatsächlich überhaupt nicht so bewusst, weil der zweite Band beschäftigt sich dann wohl mit anderen Charakteren. Das hätte ich ein bisschen anders erwartet. Ich dachte jetzt tatsächlich, dass wir 3 Bände lang im Grunde bei den beiden sind und irgendwann dann vielleicht der Bruch des Fluches irgendwie erst nach dem 3. Band angegangen wird. Während das aber relativ schnell schon zu Beginn des 1. Bandes klar ist, was muss hier passieren und wie könnte vielleicht tatsächlich die Lösung aussehen. Ich fand die Geschichte super spannend. Ich fand es einen tollen Auftakt. Ich war sehr begeistert. Ich fand ihn super unterhaltsam. Ich fand trotz der bekannten Ausgangsgeschichte, fand ich viele Wendungen sehr innovativ. Selbst wenn eben die Geschichte grob bekannt ist oder man natürlich eine Vermutung hat, in welche Richtung könnte das mit dem Fluch und Ähnlichem gehen. Ich fand es innovativ. Ich fand es spannend gemacht. Ich fand es toll, was wir für Charaktere hatten. Die waren mega ausgearbeitet. Ich fand Harper richtig, richtig großartig. Sie war tough, sie war mutig. Sie hat für sich und auch ihre Familie und alles eingestanden. Sie hat tolle Ideen gehabt, die sie eben weit aus Büchern kennt oder aus Filmen kennt. Auch diese Verbindungen fand ich super unterhaltsam, wenn hier von Hogwarts die Rede ist oder von Game of Thrones und man sich so denkt, ja, irgendwie sind wir Büchernerds doch alle in der gleichen Welt zu Hause. Und sie findet sich natürlich selbst irgendwie in dieser Märchengeschichte und ja, das hat super viel Spaß gemacht. Harper bekommt so mal kurz vor der Hälfte und so einen Moment, so 2-3 Szenen, wo ich dachte, ah, das passt für meinen Geschmack nicht zu Harper. Also unter anderem folgt eine Ohrfeige und ich bin kein Freund von Gewalt und schon gar nicht von Ohrfeigen zwischen, ich sag jetzt mal, Freunden oder eigentlich Verbündeten. Ich weiß nicht, warum man gerade vielleicht so auch in Jugendbüchern immer diese extreme Leidenschaft betonen muss, dass so eine Ohrfeige absolut in Ordnung ist. Und ja, ich konnte mich darüber sehr aufregen, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum das immer so normal ist, wenn Freunde oder ja, Verliebte würde ich jetzt bei den beiden natürlich nicht sagen, aber dass die sich einfach mal ohrfeigen, wie wenn das was ganz Normales wäre, was jeder jeden Tag tut und eben die Gefühle irgendwie durchgebrannt sind. Also finde ich immer ein bisschen grenzwertig, aber da hat Harper so ein bisschen verloren an Charakter, Liebe und Sympathie. Allerdings muss ich sagen, bin ich ein großer Fan von Ren geworden. Ich fand das einen tollen Charakter, dem man sein Alter an manchen Momenten eben schon anmerkt. Natürlich ist er hier irgendwie 18, 19, aber er ist natürlich schon sehr häufig in diese Fluchspirale geraten und dementsprechend ist er natürlich schon älter. Er verhält sich nicht ganz wie ein alter, weiser Mann, aber er ist doch sehr besonnen. Er ist auch sprachlich, dadurch, dass wir das von zwei Perspektiven erleben, auch sprachlich einfach weit und ein bisschen anders als Harper. Das hat mir super gut gefallen, zumindest zu Beginn. Irgendwann weicht das auf. Das fand ich auch sehr schade. Also während man zu Beginn wirklich in der Passage von Harper merkt, hier spricht ein junges Mädchen und bei Ren haben wir einen älteren Mann sozusagen, der eben auch eine ältere Sprache spricht, weil er natürlich irgendwo in der Zeit hängt und natürlich dieses Märchenschloss vielleicht mittelalterlich anhaucht. Diesen Unterschied hat man zu Beginn super gut gemerkt, das hat mir super gut gefallen. Irgendwann vermischt das und dann wurden auch die Dialoge zwischen den beiden eher modern angehaucht und das fand ich super, super schade, weil ich eben einfach nicht glaube, dass in so kurzer Zeit Ren anfängt anders zu sprechen oder auch Harper sich anpasst und sich dann in der Mitte zu treffen. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Auch die Nebencharaktere, die wenigen, die es gibt, fand ich richtig toll ausgearbeitet. Also ich hatte wirklich die Gesichter vor Augen, ich hatte das Schloss vor Augen, ich konnte mir Amber Fall toll vorstellen, ich konnte mir das Volk vorstellen. Es war eine richtig tolle Fantasy-Welt, die mir super viel Spaß gemacht hat. Und ich habe gerade auch die Charaktere und die Orte sehr so ins Herz geschlossen und war da wirklich bildhaft unterwegs. Ein bisschen irritiert war ich, wie gesagt, dass das irgendwie alles im ersten Band relativ klar war, dass wir hier schon irgendwie ein Ende haben, dass es im zweiten Band wohl irgendwie mit anderen Charakteren weitergeht. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich da einfach
andere Erwartungen hatte. Aber dafür kann natürlich jetzt die Autorin nichts, dass ich denke, es ist eine Trilogie, die eben komplett eine Story erzählt. Es ist aber eher so, dass es wohl dann drei Geschichten werden. Ich habe noch nicht in den Klappentext von Band 3 geschaut, weil eventuell lesen wir ja den zweiten Band. Da möchte man sich ja nicht für den dritten irgendwie spoilern lassen. Aber ja, das fand ich ein bisschen schade. Und ich mochte eben die Entwicklung von Haber im Mittelteil mal so überhaupt nicht. Und da bin ich wirklich genervt von ihr gewesen und dachte mir, Mensch, das hat doch so toll mit der angefangen. Warum hat die Autorin die so einen komischen Pfadweg einschlagen lassen? Aber sonst wirklich eine tolle Jugend-Fantasy-Geschichte, die Spaß gemacht hat, die unterhalten hat, die sprachlich auch wirklich toll war. Und natürlich ein bekanntes Thema, einfach wiederbelebt, aber das wirklich auch zu teilen, wirklich sehr innovativ und spannend. Und es uns richtig viel Spaß gemacht hat. Und wir liebäugeln mit Band 2. Mal sehen, ob wir den dann in den nächsten Wochen irgendwie wann auch lesen werden. So, das waren sie, die 4,5 Bücher mit den 2 abgebrochenen Büchern. Also doch eine recht gemischte Woche. Aber man kann auch nicht immer nur gute Bücher lesen. Das gehört natürlich auch irgendwie dazu. Und umso wichtiger ist mir tatsächlich einfach, mir das einzugestehen, dass das Buch nicht meins ist. Oder wie bei Why We Matter, eben einfach ich mit der Sprecherin nicht klarkomme. Und dann eben sage, okay, ich quäle mich nicht. Ich packe es einfach weg und dann ist gut. Und wer weiß, vielleicht gibt man ja besonders dem Hörbuch dann vielleicht in gedruckter Form nochmal irgendwie eine Chance. Mal sehen. Könnt ihr mir ja gerne auch mal schreiben, ob das euch zum Beispiel bei Hörbüchern auch öfter mal so geht, dass einfach der Sprecher, die Sprecherin nicht passt. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch gehen. Und heute Abend Spendengala 2.0. Mittwoch oder Donnerstag duftiges Unpacking. Da freue ich mich auch schon drauf. Und jetzt bin ich gespannt, was diese Woche so ein bisschen lesetechnisch noch so bringt. Ich stecke gerade so in 2 Büchern und wahrscheinlich ja, in einem Reread-Kandidat, der ein bisschen länger dauert, aber dazu dann in der nächsten Bücherwoche auf jeden Fall mehr. Und ich habe jetzt auch gar nichts weiter auf dem Zettel stehen, nein. Und glaube ich, beende dieses Video, hat jetzt auch lange genug gedauert. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.